Also, was machen wir heute? Wir haben übelst viele Missions auf Shoreline. Und ich habe nicht geguckt, ob mein Streamlabs funktioniert. Profi-Streamer, by the way. So. Das ist nie passiert. Also, wir haben ziemlich viele Missions auf Shoreline. Wir müssen unter anderem für Peacekeeper mal ein paar Missions machen, damit wir den hochkriegen für bessere Attachments. Weil wir haben jetzt gute Muni. Jetzt, uns fehlen jetzt noch die Attachments. Dann haben wir für Therapist noch eine Mission. 306. Raum. Das probieren wir zu holen, wenn es sich ergibt. Das ist halt das Resort, ne? Das ist Wochenende, heißt viele Leute. Für Prapo markieren wir noch den letzten Tisch, ohne zu sterben. Aber wir schauen. Aber da auf jeden Fall heute ein bisschen Shoreline. Denn wir wollen Peacekeeper pushen, aus einem einfachen Grund. Einerseits, der hat ziemlich viele Attachments, auch gute Attachments. Weil wir haben mittlerweile BP und BS-Kugeln für AK-74N und die AK-103. Problem ist halt einfach, dass unsere Waffen haben aktuell noch so viel Recoil, dass es schwierig damit wettbewerbsorientiert zu spielen oder einfach mit den Großen mitzuhalten. Deswegen wollen wir jetzt noch ein bisschen Attachments freischalten und dafür brauchen wir Skier und Peacekeeper auf Level 3. Da kriegen wir nämlich den PWS zum Beispiel, neue Stockmöglichkeiten, Griffe, Visierungen und so weiter und so fort. Ist dann alles deutlich günstiger. Jo, eben Marker haben wir auf jeden Fall dabei für Prapper noch und den Rest, den kennt ihr eigentlich. Von den Keys her nehmen wir 306 für Therapist, 216 und 303. Land-Lease gibt es ja noch und die zwei Schlüssel sind noch für das. Also wenn sich das ergibt, dann machen wir das auch noch gleich. Das ist fürs Gear. Die Mission, die ist ein bisschen verteilt. Die ist nicht nur auf Shoreline, die ist auch noch Tiger Woods. Aber wenn wir schon Shoreline sind, können wir den Run auch gleich machen. Dann haben wir noch Shooter Born in Heaven. Wenn es sich ergibt, die Gun kann das auf jeden Fall. Vielleicht ergibt sich was. Aber ja, dann haben wir jetzt die SV dabei. Wir haben das Multitool dabei. Und wir queuen. Also, von hier aus gesehen, wir wollen eigentlich zuerst die Sniper loswerden, weil die ist ziemlich schwer. Das heißt, wir würden runterlaufen zum Strand, am Strand entlang und versuchen, die zu stashen. Es ist risky. Und wenn da jemand sitzt, sind wir tot. Da können wir nicht viel gegen machen. Müssen wir ja probieren und sonst halt noch einen Run. Was soll's. Ah, by the way, was mich interessieren würde, ich habe die Grafikeinstellung verändert. Ich habe sämtliches Sharpening aus dem Game genommen. Da habe ich eventuell ein bisschen Mühe, deinen Gegner zu sehen. Wir werden sehen, wie es läuft. Aber Qualität vom Bild sollte deutlich besser sein. Für euch jetzt. Also könnt ihr mir da mal sagen, ob das jetzt besser ist. Müssen wir halt hier oben kurz ein bisschen gucken, ob wir welche sehen. Weil wir wollen nicht runtergehen und uns komplett ins Offene stellen. Bevor wir nicht halbwegs sicher sind, dass hier niemand sitzt. Also hier zumindest sieht es clear aus. Ihr seht tatsächlich auch nichts, wenn ich da rein aime. Auf dem Pier. Ich glaube, ihr seid noch auf der anderen Seite. Von daher. Ja, keiner. Probieren wir es mal. Wenn mehr als probieren wir können wir nicht. Irgendwann müssen wir dahin. Der hat ziemlich safe die gleiche Mission. Ich bin fast sicher, der hatte genau die gleiche Mission. Das war das Gap. Okay. Okay, wir wissen, wo sie sind. Aber ist jetzt Hardcore-Kacke. Sie haben High Ground. Und können ziemlich einfach up-aimen. Ja, da können wir jetzt nicht peeken hier. Das wäre tödlich. Das sind gelbe Tracer-Kugeln. Oh, er hat sich bewegt. Okay, never mind. Grüne Tracer auch noch, also M62. Ich glaube, der war nicht alleine. Ja, das war ein Team, das da abgeaimt hat. Das ist halt leider Shoreline. So. Eben versichern tue ich nicht auf dem Account, aber versichern wäre natürlich gut. So, auf ein neues. Eben wir haben wieder SV und Multitool zuerst dashen. Dass wir die los sind. Wir sterben nicht mehr so schlimm. Aber ich denke, das Einzige, was wir vorhin hätten anders machen können, wäre halt warten. Ist ein bisschen doof, wenn man leer macht da unten, dann ist doppelt heikel, aber
Eben, wenn man nicht warten will, dann muss man halt einfach das Risiko eingehen. Ich möchte halt echt ungern gesniped werden, während wir das platzieren. Ja, man kann es nie ganz vermeiden, aber ich möchte wenigstens das Risiko ein bisschen reduzieren. Also nochmal kurz clearen. Perfekt. Ah, sieht gut aus. Ich denke, wir probieren es nochmal. Ja, wie gesagt, Risiko ist nie null. Dafür müsste man tote Server auswählen. Aber wir spielen halt immer Freitagabends. Im Silencer ist ein Problem, können wir aktuell nicht wirklich spielen, weil wir nur beschissene Silencer haben. Und damit haben wir so viel Recoil. Aber wäre natürlich keine schlechte Idee, einen Silencer zu benutzen. Dann noch ein schönes ASMR, also. Wenn ihr euer Herz nicht gerade so 120 Schläge produziert, weil ihr total im Offenen steht, dann könnt ihr hier so eine Art ASMR genießen. By the way, damit ihr das resetten könnt, so platzieren einfach kurz ins Inventar und dann erscheint das Place wieder. Perfekt, dann haben wir das schon mal geschafft. Dann hauen wir direkt ab. Jetzt müssen wir nur noch überleben, irgendwann. Und das ist ja das Coole jetzt an dem Teil, weil jetzt ist es egal, jetzt können wir die anderen Missionen machen. Oh, da oben war einer. Hat er mich gesehen? Bin mir nicht sicher, ob er mich gesehen hat. Man hat sein Köpfchen durch den Busch gesehen. Ah, 28 SVD, okay. Ich kann mir vorstellen, dass der alleine ist, wenn er SVD-Mission macht, aber safe ist safe, wir prüfen die Gegend. Das heißt, als nächstes, ja. Müssen wir eigentlich ins Resort. Was auch mäßig geil ist, aber. Also zuerst müssen wir vor das Resort den Tisch markieren für Papa. Danach müssen wir ins Resort für Therapist und Skier. Könnte sein, dass sie jetzt schon durch sind. Mit ein bisschen Glück, aber im Resort ist eigentlich immer was los. Also. Ey, wir schauen. Mal gucken. Ich war jetzt noch nie ein Problem mit 400 DPI. Ich kenne viele Leute in ESL, die mit 450 DPI spielen, also. Hat schon minimalen Effekt, aber auf dem Level hier wirst du das nicht merken. Gott, die Ausdauer sackt, ey. Holy shit, das waren aber viele Schüsse für den Scap. Jetzt, wir müssen das hier planten. Dann gehen wir wieder in unsere Ecke. Wir wissen ja, dass der da im anderen Teil ist, im anderen Flügel. So, dann haben wir die Mission auch. Jetzt können wir es auch probieren, hier reinzugehen. Vielleicht klappt es, vielleicht nicht. Eben Jiggle Peaken an so Ecken, so seid ihr sofort tot. Also wenn ihr da einen White Swing macht mit Inertia, seid ihr dead, wenn da einer sitzt. Deswegen, lasst uns beten, dass ihr den Jiggle Peak nicht entfernt. Aus dem Game, sonst ist vorbei. Jetzt, East Wing, haben wir eigentlich nur 306, das heißt, wir müssen hoch. Hier ist auch schwierig, so viele Angles. Und wir haben kein Gear, was auch nur eine Kugel abhält. Wir haben eine Viererpiste. Weil so Leute schießen BP oder MA551. Das fliegt bloß straight durch. Deswegen müssen wir ein bisschen mit Movement eben so Jiggle Peeken und so. Wir können uns nicht eine Kugel einfangen. Das kann man uns nicht leisten. 306.
Hey, danke, Hitman. Danke, danke. So, Lend-Lease. Hier im 306 ist der Controller. Also ein bisschen die Frage, ob wir noch East Wing gehen oder ob wir zufrieden sind mit dem, was wir haben. Weil sonst müssen wir halt nochmal rein und nur extracten dafür. Das ist halt doof. Einen Controller haben wir auch. Weil wir wissen, dass hier drüben einer ist mit einer M4, der mal eben 50 Schuss für einen Scap oder rausgeballert hat. Das scheint ihn nicht gejuckt zu haben, also. Ich denke, wir gehen Richtung Exit. Und safe mal, was wir da erreicht haben. Nee, nee, Bums. Wir gehen nicht East. Ja, wir sind East, meine ich. Wir gehen nicht West Wing, so. Ja, wir gehen zum Exit. Safe is safe. Denn Gier ist tödlich in Tarkov. So, und dann gehen wir raus. Perfekt. Guter Run. So, das haben wir erledigt. Das ging, dann ging es mehr um die XP. Ja, wir brauchen eigentlich nichts, was da, also nichts davon. Aber 18.000 Erfahrung ist halt schon nice. Dann eben Peacekeepers Mission mit Fishing Gear. Eben wegen den anderen Missionen haben wir jetzt noch Samples gekriegt. Da müssen wir einfach Stims finden. Die findet man am einfachsten auf Labs. Aber das schauen wir uns noch an. Jetzt müssen wir auf Customs markieren gehen. Genau, das ist, glaube ich, die einzige Zwischenmission, wo man kurz auf Customs darf. Danach geht's wieder auf Shoreline. Jetzt nicht vergessen, bei ihm Lend-Lease den Motor abgeben. Perfekt. So, dann geht's auf Customs. Munition und alles lassen wir so, wie es ist. Ist tipptopp. Nehmen wir Marker mit und gehen Customs. Da können wir auch noch gleich noch die Kamera mitnehmen. Fürs Gear und die auch noch platzieren. Schauen wir gleich an, welche Mission das ist. Denn Skier möchte von uns hier, dass wir bei Customs. Wir schauen noch wo. Dafür brauchen wir eine Wi-Fi-Cam. Wir versuchen so viele Missionen zu kombinieren wie irgendwie möglich. Ja, die ist teuer, deswegen kommt die Pouch. Was wir noch eine Mission haben? Eben hier Customs, die Scavs. Genau, hier könnten wir in Raum 220. Es würde sich eigentlich anbieten, wenn wir nämlich alles markieren gehen. Da geht viel Zeit und dann ist Dorms wahrscheinlich frei und dann können wir in Raum 220 die Items hier noch holen. Würde sich auch anbieten. Das heißt, wir kombinieren es einfach mit der Ski-Mission, dass wir am Ende Raum 220 gehen, den hier. So. Ey, der Hustensaft schmeckt aber auch geil, ne? So. Jetzt, wir müssen die drei Autos markieren. Zwei davon sind beim Checkpoint in der Nähe. Und eins ist bei der Kreuzung. Nicht dein Ernst, oder? Jetzt finden wir ein SV. Und da wir schon hier spawnen, würde ich sagen, wir gehen direkt Gas Station und laufen da hoch, dann können wir die ersten schon markieren. Ah, der ist oben. Wer weiß. Mit der hier geht das nicht, aber mit der hier geht das. So, in den Himmel schmeißen, dann kommt die genau da runter. Siehst du? Dunkel. Wir werden am Ende sehen, ob wir was gekillt haben damit. Aber wir gehen weiter, wir haben Missions. Das ist der Factory Key hier für den Durchgang. Man könnte auch oben rüberspringen, aber ich glaube tatsächlich, da sind... Da sind auf jeden Fall Scavs, ich weiß aber nicht, ob es die Boys sind. Deswegen, ich will nicht links rüberspringen über einen Zaun, wenn die Boys da sind. Deswegen rennen wir direkt in den Graben rein. Da haben wir ein bisschen Deckung. Ich bin feier, dass Reshala hier ist. Ja, sieht aber nicht so aus. Oh mein Gott, die Boys sind doch da. Ja, mein...
Jetzt wäre gut, einen Nate zu schmeißen, damit die nicht pushen. Jetzt könnte es sein, dass die nicht pushen. Ah, das ist sogar gut, weil wir haben eine Jägermission. Jetzt muss ich einfach kurz warten, bis sich die Boys beruhigen. Jetzt sind die Makro-Modus. Oh, wir haben da sogar noch einen erwischt. In der Panik. Wir haben die Jägermission noch offen, wo wir drei davon töten müssen. Also sei nicht ganz gut, dass wir die gerade treffen. Mal kurz gucken, ob oben der Snipper ist. Mal kurz oben gucken, ob ein Spieler-Snipper da ist. Sieht auch gut aus. Ja, dann arbeiten wir uns langsam vor. Ah, sitzt Rashala an der Wand da. Scheint gerade so. Yes. Nur noch Rashala, der da in der Ecke saß. Bei dem Junge einfach ein bisschen vorsichtig, der tankt nicht schlecht. Rashala tankt ziemlich viel. Der hat AP-Slug. Hier ebenfalls nochmal, die nehmen wir mit und die Muni nehmen wir mit. Ah, können wir nicht mehr. Wir nehmen mal so viel Muni mit gerade wie geht und dann gehen wir raus. Ja, Mann, Terling. Baby Hans hat schon einen kleinen Schnäuzer, so einen Ansatz, so einen Pflaum. Stand dazwischen, das ist das zweite. Dann marken wir die zwei. Ja, was für Lock du sollst platzieren. Dann können wir dann eigentlich gut noch Dorms gehen. Oder zumindest versuchen. Die Marke haben wir dann gesetzt, dann haben wir eigentlich nicht mehr viel zu verlieren. Außer halt jetzt Geld, was wir dabei haben, aber Geld ist nicht so schlimm. Kann man sich wiederholen. Für uns ist wirklich Missionsfortschritt. Das ist das Wichtigste. So. Ja, dann gehen wir hinten rum zu Dorms. Versuchen 220 noch mitzunehmen, dann platzieren wir den letzten Marker, die Kamera und gehen raus. Okay, ich sehe schon, ihr meint, die sind da. Wir könnten aber Glück haben, weil Player-Scaps, du wirst ja nicht, ob wir in Player-Scaps sind. Die sind ein bisschen zögerlich beim Schießen, was wir halt nicht sein müssen. Ah, ne, Player Scaps haben keine feste Zeit, wo sie spawnen. Es gibt einfach eine Range. So. Let's go. Also, irgendwo hier ist das Item. Da dazwischen der Brief. Der Key. Wenn wir schon hier sind. Oh. Nice. Sehr gut, dann haben wir das Item auch. Dann gehen wir wieder raus. Und gehen nach hinten. Ey, das ist wieder super. Wir haben eigentlich im Raid, wir haben ein bisschen gelootet, wir haben uns mit den Boys beschäftigt, wir haben viel Zeit verstreichen lassen und das ist halt angenehm, weil dann hast du deine Ruhe. Ist nie ausgeschlossen, wie vorhin bei Strand mit der SV98 auch, aber die Chance, dass man auf jemanden trifft, ist jetzt schon sehr, sehr gering. Und hier können wir die Kamera platzieren. Easy. Da hinten ist die letzte Karre. Also wenn die eine Sekunde brauchen, um zu entscheiden, das ist für mich alles, was ich brauche. Ich rechne jetzt nicht damit, dass wir noch auf Feinde treffen.
So, dann gehen wir raus. Oder noch nicht. Ah, möchte sich noch ein Scaff melden. Ja, die nehmen wir mit, why not? Die gibt, glaube ich, 20.000 auf dem Flea Market. Dann die Search XP. Ja, den Helm. Die Maske will ich noch mitnehmen, die ist auch noch ein bisschen was wert. Und dann gehen wir raus. Aber hier ist jetzt noch was richtig Geiles drin. Wollt ihr gucken? Ja, nevermind. So, dann machen wir zuerst das Wichtige. Mission abgeben. Voila. Ja. Und jetzt geht's wieder zurück auf Shoreline. Er ist ein Peacekeeper, der Typ ist aber fast nur Shoreline-Missions. Dann haben wir bei Jäger noch eine Mission, das ist ziemlich cool. Dann machen wir da auch mal ein bisschen Fortschritt. Es fehlt nicht mehr viel fürs nächste Level. Im Jäger hat nichts irgendwie großartig, was mich interessieren würde. So vom Verkaufen her und so. Von daher haben wir da keinen Stress. Vor allem sind die Missionen ziemlich, naja. Ein paar könnten wir auf Reserve ziemlich einfach machen, aber eher müssen wir halt auf Reserve und das würde ich gerne kombinieren. Und der Rest ist halt wirklich random. Findet ihr eine Labs-Key-Card, findet ihr die Guards, findet ihr Killer, findet ihr PMCs in Dorms, findet ihr USB-Drives. Das ist alles so random und ein bisschen glücksabhängig. Das ist schwierig, dass diese Mission da wirklich gezielt zu machen. Bei Prabhu haben wir... Oh, wegen einem Scap haben wir die Mission nicht. Oh, das tut weh. Okay, na gut. Und dann gehen wir bei Skia noch kurz das ab. So. Aber das nehme ich auch. Jetzt sind wir schon Level 27, wir sind nah dran. Wir sind richtig nah dran. Eben bei ihm haben wir die Reputation, also... Ja. Kein Problem. Jetzt müssen wir da auf Factory gehen, um das zu holen. Aber eben, wir wollen erst Peacekeeper machen, weil die anderen sind sowieso alle Level gesperrt aktuell. Also Prabhu ist Level 36, 35, 30, 32. Also da haben wir keine Eile. Deswegen fokussieren wir uns auf Peacekeeper. Ich würde sagen, eins nach dem anderen, wenn wir da mit 6 Marker reingehen, tut es halt richtig schwer, wenn wir sterben. Deswegen eins nach dem anderen. Alles klärchen, dann auf ein neues. Das Baby ist unterwegs mit seinem Pflaum. Einen halben Bart haben wir. Tank markieren? Gun Resort. Ah, schwierig. Einfachste Route. Das Ding ist, wir müssen in dem Run einfach die Tanks müssen wir garantiert fertig kriegen. Der Rest ist ein bisschen optional, weil das können wir im zweiten Lauf machen. Peacekeeper hat Priorität. Das könnten wir allenfalls auch. Okay, ich denke, am cleversten wäre wirklich das. Wir machen die Tanks. Also, wir laufen jetzt oben außen rum. Versuchen dann von der Rückseite ins Resort zu kommen. In den Westflügel. Holen uns noch die Items, die wir brauchen, die zwei. Versuchen den letzten Tank zu markieren und gehen raus. Dann können wir den Rest in dem nächsten Run marken. Haben aber die Peacekeeper-Mission fertig. Und bei der Skier-Mission Landlease sind wir ein Stück weiter. Ich glaube, wir machen das so. Das passt. So, da vorne ist dann der nächste Tank. Wir sind jetzt ziemlich früh noch im Raid. Oh, oh. Wow. Ging aber nicht auf mich, ne? Ich würde gerne gucken, wo er hinzielt, dass er wissen, auf was er schießt. Das ist immer angenehm, wenn man die Scaffs schießen hat. Dahin aim. Gucken, wo der Scaff hinguckt. Und dann wisst ihr, wo der Gegner ist. Aber scheinbar werden wir es nicht erfahren. Dann gehen wir marken. So. Jetzt müssen wir eben ins Resort gehen. In Westflügel 2.16 und 3.6. Es ist halt nur leider nicht ohne.
Ja, wir probieren's. Ich glaube jetzt außenrum, dass der Sniper-Scarf hoffentlich nicht auf mich schießt. Er weiß nicht gerade die ganze Map Bescheid, dass wir kommen. Wäre doch so gut. So, das wird jetzt, eine große Frage, ob noch jemand da ist. So, und am zweiten Stock wäre hier 216. So, und unser Item ist hier drin. Ein Kabel und Plug. Ich meine, besser ist nix. Kabel-Battery kraftig, hallo. Craft ich gerade. Jetzt, wir sind bei 306 und der ist in so einem beschissenen Ort. Ah, ich hoffe, jetzt aimt einfach keiner rüber, sonst ist halt ein Problem. So, 306. Hier ist das Item. Deswegen gehen wir den gleichen Weg wieder zurück. Laufen dann außen rum und gehen zum letzten Panzer. Aber hier ist das wirklich irgendwie. Oh mein Gott. Ein Dreier-Squad. Ja, dann repositionen wir mal eben, ne? Hey, mir ist wichtig, dass wir unsere Position ändern. Die haben ja gesehen, wo wir waren. Also. Laserpointer aus, Position ändern. Und dann können wir nochmal pieken, weil dann sehen die uns nicht. Seht ihr? Der aimt gerade nicht auf uns. Zielt in eine komplett falsche Richtung. Ja gut, wenn man alles potatoet, dann spielt es auch keine Rolle mehr. Aber zu dem Panzer kommen wir jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Ja, es ist ein bisschen Frage, wie viel Bock die Boys haben. Aber ja, also generell eben flanken, immer wichtig. Unbedingt immer direkt die Position wechseln. In der Regel wollt ihr eine Position einnehmen, die für euch vorteilhaft ist. Seht ihr, die suchen mich schon wieder am falschen Ort. War schon wieder kein Header. Jetzt langsam werde ich irgendwie traurig. Also, keine Ahnung. Aber das Beste, was ihr machen könnt, einfach immer wieder eure Position verändern. Am besten High Ground. So könnt ihr auch Teams fighten. Gerade Teams sind so ziemlich einfach, weil die spottet man generell besser als einzelne Leute. Ja, bei einem Trio, wir müssen halt nur einen sehen, da haben wir eine generelle Idee, was die machen. Ein Solospieler ist halt schwierig zu spotten teilweise. Deswegen, wir repositionen uns jetzt schon wieder, kommen wieder von einem anderen Angle. Mal gucken, ob wir die nochmal sehen. Ich möchte eigentlich lieber zum Panzer, ich möchte eigentlich gar nicht fighten, aber... Wenn wir Shooterborn in Heaven schon angeboten kriegen, dann probieren wir es. Bin ein bisschen enttäuscht, weil das kein Hit. Ich habe auf 50 gestellt, ein bisschen drüber gezielt. Ich weiß nicht. Irgendwie seltsam. Das ging nicht auf uns. Einmal mit Waypin. Hallo Leute! Ich glaube tatsächlich, die sind weiter. Ich glaube, die haben die Schnauze voll. Scheint, als wären die weitergegangen.
Ja, die sind noch da. Oben drauf. Und näher ist mir lieb, ist er. Mann, jetzt Painkiller. Oh, das ist ein Mate. Wir müssen kurz den Nate schmeißen. Wir müssen ihn wegkriegen ein bisschen. Jetzt haben wir leider nur den Weg nach unten. Das ist scheiße. Ja, das war's. Das war jetzt vom Positioning absolut kacke. Die hatten schön Highground über uns. Wir hatten keinen Weg wegzukommen. Also das war's. Jetzt in der Situation, ich bin tatsächlich an dem Moment davon ausgegangen, dass es das Trio ist. Im Nachhinein glaube ich, dass es ein neues Team und zwar nur ein Duo. Und wenn es nur ein Duo gewesen wäre, hätte man tatsächlich versuchen können, den einfach zu fighten. Von einem Baum aus pieken und versuchen, den irgendwie zu killen. Ich bin weggerannt, weil ich dachte, es ist ein Trio. Und wenn wir bei einem Trio halt hinter einem Baum versuchen zu fighten und der dritte flankt uns, sind wir ein Easy Kill. Nach rechts konnte ich nicht weg, weil ich dachte, da ist der dritte. Nach links ist komplett offen. Nach unten ist genauso scheiße, also... Ja, das war an der Stelle einfach richtig unglücklich, dass sie uns genau an der offenen Stelle da erwischt haben. Ist da nicht eine Schönheit? So. Jetzt einfach nicht. Can't place. Ich wollte gerade sagen, jetzt einfach nicht sterben. Da wäre ich natürlich abgeschossen. Ich könnte es auch anders sein. Mein Thorax ist direkt tot. Ja, RIP. Ach, ich hasse Shoreline. Ich mag diese Map einfach nicht. Oh, ich kann diese Map aber nicht leiden. Es ist immer das Gleiche, ey. Oh, auf ein neues. Mit meinem Asthma PMC. Und dann gehe ich halt direkt raus. Das war aber diese Peacekeeper Missions mal ein bisschen vorantreiben können. Oh, scheiße. Ah! Nein, sein Mate! Mann, hat mich das erschrocken. Ob ich da hier oben durch kann? Meine beste Chance, da oben lang zu gehen, da sieht er mich nicht. Na, geh mal hinten rum, ich hab keinen Bock zu sterben. Richtig geiles Timing. Wo war sein Mate? Ich hab keine Ahnung, er saß irgendwo oben in Stein. Da war alles schwarz auf meinem Screen. Ah. Ich hab da jetzt einfach voll commit. Ich hab mich da jetzt einfach hingesetzt und gesagt, ey, entweder ich lande die Schüsse oder halt nicht. Weil ich hab gesehen, er hatte ziemlich Mühe zu zielen. Und ich dachte mir so, wenn er so Mühe hat zu schießen und laufen, dann habe ich Zeit zum Aim. Ziemlich safe war das sein Teammate. Nicht der beste Ort zum Verarzten, aber ey. Das Gestöhne nervt etwas. Das ist aber unhöflich. Das war ein Flug, ja. Also es ist nett, wie der Loot so runterkommt, ne?
Aber in so Momenten einfach versuchen, Ruhe zu bewahren. Ihr performt so viel besser, wenn ihr ruhig seid. Er sagt es so einfach. Ja, kannst du nicht viel machen. Halt noch einer. Im Endeffekt müsst ihr euch immer denken, so, was ist das Schlimmste? Weißt du, wenn ihr sterbt, dann whatever, es ist ein Videospiel. Dann müsst ihr halt eine Viertelstunde mehr die Mission nochmal machen oder so, das Schlimmste, was passieren kann. Vielleicht hilft es, um ein bisschen innere Ruhe zu finden. So, aber markiert haben wir den Dreck, das heißt, jetzt müssen wir nur noch überleben. Aber das mit dem Überleben ist aktuell gerade eine echte Pein. Ja, es ist immer einer mehr, der irgendwie rumgammelt. Aber ganz ehrlich, ich mach mir da nichts mehr draus mittlerweile. Es ist mir aber so scheißegal, ist einfach... Kannst dagegen nichts machen, also... Warum dich drüber ärgern? Es hat auch nichts mit Skill oder irgendwas zu tun, also einfach... Wenn einer mehr ist, ist halt einer mehr, das hat Pech gehabt. Das Einzige, was uns hier wahrscheinlich vom Tod bewahrt hätte, wäre halt zu sagen, ja, wir looten nicht. Ich tendiere auf meinem Hauptaccount eben auch immer öfter dazu, dass ich PMCs töte und einfach liegen lasse, weil es immer einer mehr ist, der dann die Leiche abaimt. Und auch wenn immer wieder Leute behaupten, ja, man kann ja die Gegend absuchen, wenn einer im Busch sitzt irgendwo und ihr fangt an, da überall rumzuscannen, dann wird er euch erschießen. Also habt ihr nicht viele Möglichkeiten. Und ja, eben das Einzige, was man machen kann, ist wirklich Leichen einfach liegen lassen und auf den Loot verzichten. Das hinterlässt ein bisschen einen fadigen Beigeschmack in einem Looter-Shooter, aber ist wirklich der einzige Weg, wie man sowas verhindern kann. Dann im Anschluss mussten wir nur noch einmal überleben und dann sind wir einfach zum Exit gerannt, haben da ein paar Minuten rumgegammelt, bis der Timer halt durch war mit 7 Minuten, dass wir keinen Runout kriegen und sind raus. Yeah. So, 7 Minuten sind durch, wir gehen raus. Andere Muckebilder. Dankeschön. So, und dann minimal Geld gemacht. Dann können wir die jetzt abgeben. Also halt das Problem mit den Peacekeeper Missions. Die zielen sich so hart. Müssen wir die Drohnen holen. Da können wir hinten durchrennen. Das ist ziemlich easy und simpel. Aber ich denke, das muss nächste Woche sein. Ja, das wird nächste Woche. Dann schauen wir uns da an, wenn wir diese Mission fertig kriegen, wie wir die Attachments bei Gear freischalten, wie wir die nutzen, bevor wir uns dann langsam den Rackman-Missionen auf Interchange zuwenden. Dann nicht vergessen, Daumen nach oben, abonniert für mehr. Das Ganze natürlich live auf Twitch und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.